Willkommen, mein Name ist Marius Ebert. In diesem Video stelle ich wieder Frage und Antwort aus meinen digitalen Lernkartensystemen vor an einem Beispiel. Wenn Sie mehr über dieses Lernsystem wissen wollen, schauen Sie bitte unter www.spaßlerndenk-shop.de. Die Frage diesmal lautet: Was sind die Bestandteile einer operationalen Zieldefinition? Eine operationale Zieldefinition ist eine Zieldefinition, die man in Aktionen übersetzen kann. Operational bedeutet also in Aktionen übersetzbar. Was sind die Bestandteile einer solchen operationalen Zieldefinition? Eine operationale Zieldefinition hat mindestens vier Bestandteile: Zielinhalt, Zielausmaß, Zeitbezug und Segmentbezug. Das heißt, Zielinhalt: das Was. Zielausmaß: das Wie viel. Also zum Beispiel Zielinhalt: Umsatzsteigerung, Zielausmaß um 5%. Zeitbezug: bis wann. Und Segmentbezug: wo, das heißt in welchem Markt oder für welches Produkt. Also Umsatzsteigerung um 5% bis zum Ende dieses Jahres für das Produkt X wäre eine operationale Zieldefinition. Natürlich kann man das noch ergänzen um das wer ist verantwortlich, aber das sind so die wesentlichen Elemente, diese vier. Wenn Sie mehr über diese Art des Lernens wissen wollen, schauen Sie bitte unter www.spaßlerndenk-shop.de. Mein Name ist Marius Ebert. Dankeschön.